Was ist denn mit dem einzigen Vibes-Volk? Was, nicht Bro? Ich da heute. Wieso? Wem sollen wir jetzt ich meine, mit wem sollen wir... Jetzt bist du dran, Dex. Ich gehe wieder rein, mal aus. Achso, heute hätte ich gerne mal das Projekt Gnome. Das Projekt Medfass. Ja. Das müssen wir anders. Also da würde ich dann doch irgendwas dran bauen. Ich hatte ja bei mir ja jetzt in der letzten Folge hier vorne abgerissen. Wir könnten die natürlich auch hier drinnen bei dir aufstellen. Dex, also ich... Da würde ich was anbauen, lieber. Wie müsste ich zu viele machen? Ich mache auch ein paar ins Lager rein einfach. Medfässer. Ja, können wir ja in Kombination. Machen. Also ihr sollt welche machen, definitiv, aber ihr müsst nicht zu viel. Also ich würde das hier, ich würde hier noch ansetzen. Hier. Hier, wo ich jetzt gerade bin, setze ich dann noch hier ein Stück an. Mit Eingang von außen aber. Sowas als Lieferanteneingang. So als okay. Also hier direkt einen Eingang von der Küche aus und dann man kann dann Zugang auch vom Schankraum. Also ich mach wirklich nur genau. Das Stückchen bleibt so. Ich mach nur von hier, wo ich gerade hier stehe. Ziehe ich das hier bis hier hinten hin, dann so quadratisch hier rüber und mach's dann hier zu wieder. Ja. Du das Holz unter deinem Baum rausliegen lassen. Ich komm da nicht hin. Das will ja nicht weg. Ich habe auch das Gefühl, dass die Items nicht spawnen. Nee, die spawnen auch nicht die Sachen. Das ist aber auch voll gut. Ja, aber stell mal vor, du willst was wegschmeißen, weil du es weghaben willst. Auf den Ozean rausfahren, da wo es tief ist. Dann liegen irgendwo mal Items rum, dann irgendwie geladen und vielleicht auch nicht. Pau schreibt, sie ist nicht in der Stimmung, sie würde uns nur anmaulen. Ja, ist doch alles wie vom Alten. Komm, Pau, jetzt komm rein. Ist doch genau das gleiche wie immer. So wie immer. Ja, komm rein. Komm rein, kannst rausgucken. Komm, Pau. Du kannst doch quasi mal eine zurückgeben fürs letzte Mal, wo er dich so angepöppelt hat. Ach komm, Pau. Was hab ich? Du Pau geneckt hast beim letzten Mal, jetzt kannst du mal zurücknecken. Würde ich nie tun. Nein, tu doch nicht. Unschuldslamm, ja, nee. Ich suche gerade echt, ich habe gerade im Baummenü eine Foundation gesucht. Ich habe echt gerade geguckt, so, wo ist die Foundation? Aber ich habe heute Infected gespielt und deswegen... alles wieder kaputt. Ja. Wie hatte ich das gemacht gehabt? Essen brauche ich dringend mal. Ich muss nochmal überlegen, wie das jetzt gerade geht. In der Küche, da gibt's genug. Alles verfuttert. Oh, come on, wer macht denn sonst die Karotten? Ah, du Möhrchen, Pau. Möhrchen. Oh, das ist zu hoch, der hier. Fleisch. So, auch den Klein. Pau, los, komm, Chat hier. Pau. Jetzt komm, Pau. Mensch, hatte keinen Frosch. Frosch, was? Ich bin heute aber auch nicht so lange dabei. Doch, du bleibst so lange, bis wir gehen. Nee, na klar. Kannst sagen. Hier wird nicht geredet, hier wird nicht diskutiert. Du hast das zu tun, was wir sagen. Jetzt kommt, shut the fuck up. Geh einfach. Ich geh einfach. Das macht Pau. So, ich bin am Wettschritt. Member left. Ne, eigentlich sagt sie gar nichts. Vorbeigehen noch so, weißt du, beim Winken, so quasi beim Weggehen. Ja, dann werde ich mich wohl weiter mit dem Thema Burggraben erstmal beschäftigen. Soll ich die Kohle hinmachen? Da ist eine Kiste rechts nehmen oder einfach in die Spelze rein. Achso, die Kohle, ich dachte jetzt Geld und so. Der ist voll, okay. Mist. User joined your channel. Ah, ich habe einmal meinen Job als Mod machen und dann... Du hast deinen Job als Mod vorhin schon nicht getan, also... Wollte ich gerade sagen, das kriegst du auch so nicht auf die Reihe, also... Dann kannst du wenigstens sagen, du warst ja im Spiel und konntest nicht. Mods braucht doch keiner bei dem. Ich kann sagen, bei dem liebevollen Haufen hier. Ballerum, dankeschön. Arbeiten. Im Saftladen. Das hast du gesagt. Nein. Ich bräuchte aber nochmal die IP, bitte. Übrigens das Argument, die Möhrchen, das war für mich eigentlich schon so, oh, stimmt. Da war was, ne? Danke für deine 100 Bits, ich hab das gar nicht mitbekommen. Du bist also so ein Baumliebhaber, ne? Kam diese Chi-Animation? Hab ich nicht mitbekommen? Schwestenschwärme. Also ich würde mich mal an den Palisaden weitermachen. Da darf mir aber auch gerne jemand mithelfen. Würde ich gerne auch machen, aber... Werde ich sogar ganz gerne machen, aber ich habe jetzt gerade das Projekt wieder, das...
mit Room. Ich helfe dir gleich Holz fahren. Aber ich würde gerne auch noch einen Dungeon machen. Oder irgendwas anderes. Irgendwas, was wir... noch irgendwas klatschen gehen? Oder noch, wir können ja noch mal so eine schöne lange Tour machen. Ressourcen. Wir können deinen Namen klatschen gehen. Oder was? Wir können deinen Namen klatschen gehen. Mein Name. Oder deinen Namen tanzen. Ja, oder das bitte. Und singen. Oh ja. Ja, da müssen wir Conan spielen zum Tanzen. Gibt's hier keine Tanz-Emotes? Gibt's überhaupt Emotes? Ich hab keine gesehen bis jetzt. Ein Spiel ohne Emotes? Kommt wahrscheinlich noch. Den installiere ich sofort. Das Wichtigste an allen Spielen, Emotes. Und Skins. Wie, was macht ihr beiden Rothanseln jetzt hier schon wieder? Lasst mich hier doch erstmal... Immer... Oh, werdet ihr wohl mich in Ruhe lassen hier? Warum nicht snappen? Gar nicht. Warum nicht snappen? Was ist denn los? Warum ist denn so? Also. Das hast du gerade gesagt. Au. Ich habe das genau gehört. Nein. Nimm die Katze wieder zurück. Au. Miau. Nicht kaputt. Der Graf Mumpitz, der wird dir sofort darauf anspringen. Willst du das gleich sofort sehen? Der wird sofort sagen, hab ich verstanden. Haha, lustig. Der ist nämlich so einer. So einer von dem ganz Verschweinen. Würde ich nie sagen. Was verschweint? Wer ist denn hier verschweint? Niemand. Sex. Also bis jetzt? Kennt das so jemand, der heißt Gnome? Was? Wer hat denn die Hacke? Ja, bei mir. Oh. Die Innenseite vom Lager läuft. Ich wollte hacken und hab... Oh, das ist ja interessant. Wollte Gras pflanzen. Er ist ein Rothansel irgendwie durch die Mauer gekommen. Der hat ja gerade die Werkbank abgebaut. Was bei mir? Wo? Bei Grave am Haus. Da, wo ich gerade rausgegangen bin. Boah, da drin. Potzer. Hier rein. Da. Ja, mach du mal. Benni, kannst du mir mal kurz Fragen helfen? Kannst du die gerade mal ersetzen? Sobald ich Holz habe, ich musste erstmal gerade mein Inventar außerhalb aussammeln. Okay. Was steht dran? Draußen, sorry, gehst du mit der Kohle und alles. Solltest du sehen, wohin? Also in der Küche. Hier in der Küche, ja, da kriegst du es in der Kiste. Ja. Da rein raus. Ja, ich baue hier gerade Kisten. Erweiterungssystem. Also Infected ist ein super Spiel, Koni. Da ist jede Sucht, die du hast, ist berechtigt. Nee. Blöder Baum, hau doch nicht ab. Ich will dich doch nur zerlegen, damit ich ein bisschen Material hab. Ich muss das nicht so machen, Leute. Ich mache es aber. Ich mache das, weil ich finde das irgendwie schöner, wenn das noch so eine Art Balken drunter hat. So als schwebendes Gestell finde ich das irgendwie alles so dämlich. Du hast das zu machen, wie die Community das sagt. Ja, ich war. Zwei Schlägen. Ah, okay, der hat einen Stern. Was kann eigenen Willen? Welche Community? Und kann ich ja nochmal hacken. Was? Naja, muss ich ja schon wieder mit meinem Ferrari nach YouTube fahren. Nach Irland. Naja, ich das gerne mit den ganzen YouTube-Money, ey. Teilen wir uns übrigens. Die Spritkosten da jedes Mal da hoch. Ja. Furchtbar. Ja, und der Puff. Voll der Puff. Wo soll man sonst übernachten? Ah, ist das gut. Hast du gefunden, die Hacke-Kacke? Ich hab noch gar nicht geguckt. Ich muss ja erstmal hier dein Haus reparieren. Hallo? Mach, komm, stehst du drauf. Ich mal noch hier. Du reparierst mal. Wir haben Dach im Schaden. Schaden. Wie heißt das? Dach im Schaden? Dachschaden, so. Das ist ein Dachschaden, ja. Das ist auf jeden Fall. Ist ein Paul hat eine hübsche Stimme, finde ich auch. Bitte was? Bitte was? Bitte was? Willst du es richtig hören, Paul? Du bist eine sexy Stimme hast du. So. Miau. Was? Miau. Mu. Okay, es gibt hier Lex. Guck mal hier, ja, wir können echt nicht alle zusammen im Dorf bleiben. Das ja, muss gehen, Stone. Also, wir sind nicht beleidigt, wenn du gehst. Geh mal, Stone, ja. Vertex, ich wollte dein Haus gleich abreißen, damit du gehen kannst. Ich habe ja kein Haus, ich habe nur eine Metbude. Ich werde sowieso unterm Tresen schlafen. Du bist der Barkeeper, der schläft dann sowieso im Haus. Ich bin der mit der Pumpgun unter. Der Barkeeper steht doch gar nicht, also was soll denn Schwachsinn? Hallo, Hans, guten Abend. Es ist eine Treppe kaputt gegangen. Bei mir? Ja, im Haus. Eine Treppe ist kaputt gegangen? Ja, da ist keine Treppe mehr.
Eine Treppe runtergefallen am Saufen. Ich glaube nicht, oder? Treppe ist kaputt, guck ich mir gleich mal an. Hast du einmal die Frauen im Haus und versuchen sie einmal Handwerk zu machen und dann. Also ich repariere nochmal hier dein Gebäude. Und dann ist alles kaputt. Da geht schon alles kaputt hier, Leute. Ich flipp gleich die Blume. Oh, mach das bitte. Der Karren ist auch noch voll, Gottes Willen. Ah ja, der Karren. Ich vergesse das jedes Mal. Oh, was ist hier denn? Hier sind schon wieder Steineschmeißer. Lasst mich doch hier einfach mal zwei Bäume um. Nervt dich. Vor allem nicht alle gleichzeitig. Oha, das schön aus. Was denn? Hä, war klar. Ich hab das wieder sofort rumgebaut. Das Woman, hallo, guten Abend. Muss man Holz wieder immer... Ja, ich hab mich von ein bisschen mit inspirieren lassen, auch damit... Grundsätzlich habe ich hier 1000 Ideen genommen, ein bisschen aus Ark rauskopiert und dann... Copy-Paste. Also Holz muss man nicht immer reparieren. Holz muss man erst dann reparieren, wenn es instabil wird. Oder wenn es der Witterung ausgesetzt ist. Das heißt, so gesehen, mein Steg ist ganz, ganz nah am Wasser. Und deswegen wird das irgendwann, sagen wir mal, porös, das Ganze. Und wenn du irgendein Gerüst baust und... ein Haus baust, Gerüst. Muss mal aufpassen, das Ding erschlägt einem hier. Da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man so baut, dass das Ganze nicht auseinanderfällt. Ich kann den Honig nicht aufsammeln jetzt. Ja, das ist jetzt... Optimiert für so viele Leute ist es nicht. Tot! Die mehr nicht aufsammeln. Schon wieder einer, oder was? Ist er schon tot? Ist das der Tote, der noch aus dem Jenseits schreit? So, jetzt gehen wir ganz kurz wieder nach Hause. Ich habe den Karren vergessen. Kann man nicht mal einen zweiten Karren bauen? Ja, können wir. Der Karren ist bei mir. Weil, ganz ehrlich... Soll leer gemacht werden überhaupt erstmal. Wo ist er? Ah, Hirsch, da. Getroffen. Da fällt es gleich um in 3 Sekunden. In 3, 2, 1... So, jetzt gib mir dein Leder. Und dein Fleisch. Leder. Nein, ich kann nichts aufheben, oder was? Oh, shit. Oh, doch. Lex wollte ihm also doch nur ans Leder. Ja, also hat dann doch schon was damit zu tun, dass wir zu viel auf einer Stelle sind. Sehr schade, muss ich sagen. Dex, bitte essen. Oh, ja, bitte. Ja, danke schön. Aber dann kannst du wieder gehen. Stimmt ja, ne? Pau ist gekommen, wieder alles läuft wie alles scheiße. Mensch, Pau, ey. Mach doch einmal was richtig. Leid. Also Dex kann gehen, finde ich. Der ist am unnötigsten hier. Findest du? Wie lange baut er schon an seiner Butzebude da? Furchtbar, ey. Wird gar nicht fertig, der Junge. Ja, es ist ja auch ein Kunstwerk. Ein Kunstwerk wird nie fertig. Achso, nur Büro bis Kunstwerk. Ja. Das Kunst oder kann das weg? Ich muss die Schokolade essen. Pau? Ich mach das auch nicht extra vor euch auf. Ich mach uralte Samen bei dir ich rein. Ich muss hier Schokolade essen. Ja, aber die kann ich nicht anfassen, hab ich schon probiert. Wenn du es kannst, dann hast du sie. Ja. Danke. Noch ein Tipp, du kannst das, ach, oder wolltest das Feuer so tief haben. Ja. Da soll ich kaum. Später einen Steinboden hin. Du kannst auch das Feuer überlappen, indem du eine Holzfoundation drüber legst. Au. Au. Soll ich das mal zeigen? Hallo Mossi. Nee, brauchst du nicht brauchen. Also, ist okay. Aber danke. Kannst du das Feuer so das unter der Holzfoundation verstecken, dann ist sie auch oben. Wir sollten mal auf so einer freien Fläche mal ein paar Bäume nochmal anpflanzen. So ein paar Buchen. Oh ja, ich mach. Damit wir hier so stetig immer wieder Holz haben. Eine Baumschule. Kann man Baumschule. Da was lernen? Du nicht mehr. Das konnte ich auch in der normalen Schule auch nicht. Das hat mir da auch nichts geholfen. Oh. Und Dex, du hast doch diesen Käsebeitrag in Discord gesehen. Den Käsebeitrag? Von dem Bild von dem Käse. Heftig, ne? Der wurde geklaut. Was? Der Käse. Komplette Käse, den du gesehen hast. Wird geklaut. Ist jetzt ein Bug oder ist es wirklich so? Was? Ja, in den Kohlemeiler passen 25 rein. Ja. Ja, dann kannst du mal ein paar mehr rein tun.
Ja, wäre schön, wenn es so ein, zwei wären. Bei mir steht gerade da, dass da 68 drin sind. Okay. Ne, durch den Lag, ich habe einfach eh die ganze Zeit gespammt und auf einmal... Das könnte auch einfach ganz stumpf ein Fehler sein. Anzeigefehler. Es geht aber nach unten. 66. Ich sag mal so, ne, wenn so viel drin ist, ist doch schön. Ich suche jetzt echt gerade... Ich suche gerade echt... Wenn man zu viele Spiele spielt, wo man baut, da wird man irgendwann verrückt. Ich suche gerade echt eine Holzwand mit einem Fenster. Mit einer Fensterluke oder Fensteröffnung. Dex, da werde ich dir... soll ich dir was Cooles zeigen? Ein Foto von mir. Ja, zum Bauen. Für Fenster. Soll ich dir mal ein Fenster bauen? Ich weiß selber, wie man ein Fenster baut. Hast du mal meine Base gesehen? Nein, du weißt nicht, wie man ein Fenster baut. Deswegen will ich dir zeigen, wie man ein Fenster baut. Weißt du nicht? Geh sterben, Junge. Meine Base ist... Nein, ich weiß... meine Fenster sind nicht gut, sehen auch aus wie Fenster und sehen nicht gut aus? Nein, keine Ahnung, ich wollte dir nur einen Tipp zeigen. Guck mal gucken, meinst du das? Ich sehe, wie du die gemacht hast, ich weiß es ja. Ist nicht gut? Doch, ist auch, ich wollte nur eine andere Möglichkeit, noch Fenster zu bauen. Diese Scheiße. Ich guck mal vorbeigucken. Ich bin gerade noch als Farm, sonst wäre ich nicht bei dir schnell gemacht. Jetzt triggert er mich und dann komme ich hier vorbei und dann sowas, Das ist halt der Plan dahinter, Dex. Erst anlocken und dann sagen nein. Das ist ja fast wie beim Sex mit Freunden. Nein, ich sag nichts mehr. Also ich glaube, deswegen kriege ich auch keine Partnerschaft bei Twitch. Weil dann immer sowas rausgespuckt kommt. Also Dex, beim nächsten Mal, wenn du Partnerschaft machst, dann kommt einfach, fick dich. Was? Hat er nicht gesagt, Leute? Aber hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Hat er doch gesagt. Hat er gesagt. Dann habe ich gesagt. Die Arsch. Wunderbar, das könnte ich mir vorstellen, dass du das auf der Wand. Nein, du Arsch. Die Arsch, sagen wir so. Ja. Also, ich wollte eigentlich heute keine Schokolade essen, aber weil ich hier die ganze Zeit beleidigt werde. Nein, fühlst du dich jetzt dazu benötigt, Schokolade zu essen? Mhm. Hallo Dragon. Maui, guten Abend. Nee, der Schmelzofen hat jetzt auch 30 Stück. Das Bug-Using. Ja. Ja, nicht mein Problem. Da gibt's nicht so lachen. Schnu! War Schnu, oder? Hat das echt gehört, ja. Mhm. Ja. Mhm. Aber dass man das gehört hat, das war gar nicht so laut. Das ist eben gute Qualität von Mikrofon. Nach 100 Jahren. Jetzt sieht man mal, was ein Mikrofon alles ausmachen kann. Sagt er jetzt und morgen beschwert es mich, der Mikro ist voll scheiße. Was? Oh, was ist denn das? Ich mochte dein altes Mikro viel lieber. Hab ich nie gesagt. Das hast du gesagt. Niemals. Da gibt's auch Aufnahmen von, wo du das gesagt hast. Shut the fuck up. Wie machen wir das? Das verfolgt dich, wie der Arc Boss Fight, wo du verhungert bist. Gar nicht wahr. Was? Du wirst es nie wieder los. Leute, ich suche übrigens neue Leute fürs Let's Play. Nicht, dass ich hier mundtot mache, die Leute. Nein, du doch nicht. Nein. Nein. Als halber Mafioso. Hallo, was willst du denn von mir? Ich stehe hier doch nur. Ja, du stehst hier falsch. Sonst stehst du zur Arbeit, Mädel. Wofür haben wir dich gerufen? Genau, du wolltest mir eigentlich auch beim Palisade bauen helfen. Du sagst irgendwas anderes. Ich wollte sagen, Grave, bitte beruhig dich. Wir sind im Let's Play. Du wolltest eigentlich... Ich warte auf den Karren, der übrig ist. Du sollst laufen. Ich bin bei deiner Base, wo bist du? Du sollst laufen. Der Scheißkarren ist noch voll mit Schrott hier. Also. Jetzt kann ich wieder zurückfahren. Komm mal zu deiner Base, Dex. Geh mal zu deinem Eingang. Dex, bitte lass mich frei, danke. Ich schlepp dich gerade ab, Mann. Die mit der heißen, mit der geilen Stimme, ich schlepp dich ab hier. So bist du, Stone, da bist du. Gehen wir zu deinem Base, zu deinem Eingang. Können wir mal ganz kurz ein bisschen schlafen gehen? Nein. Bitte. Ist das schon wieder soweit? Mann, der Junge, ey, nur am Pennen. Nur am Pennen. Guten Abend. Kann ja nichts aus ihm werden. Nun, da wird er nicht fertig, wenn er nur schlafen geht. Scheiß Bude. Nein, direkt in die Schmiede rein. So. Die muss produzieren. Ich leg mich mit der Fackel ins Bett. Wie ein heißer Typ. Die Schmiede muss produzieren. Arbeit. Mal die Tür zu hier. Ich muss mal wieder nach auswärts reisen. Tschüss. Mach den Karren nicht kaputt. Ich wohne wieder so weit weg. Doch, man kann Rotschweine züchten, Graf Mumpitz.
Eins habe ich hier neben mir. Gesicht getreten. Im Bett, was ist mit euch? Lass uns mal hier die Schweine backen. Ich kam gerade nicht in mein Haus rein. Die Tür wollte nicht. Bin auf dem Weg zur Hütte. Was ist mit Schweinebacke? Was? Schweinose Backos. Oh, es geht schlafen. Liegt. Genau, ey. Jetzt steht er wieder auf. Was grounded da ist. Wo ist der? Ich lieg doch schon im Bett. Nein. Doch, ich lag die ganze Zeit schon im Bett. Das sieht so weit weg aus. Geh mal zu deiner Base, zu deinem linken Eingang. Warum musst du denn genau das abreißen? Kannst du nicht das auf dem rechten Teil machen, was wir gerade neu bauen? Haben wir schon gemacht, das von daher. Ich reiß jetzt eine Bude ab und nehme das ganze Holz. Tag 40. Weißt du, also recherchiert. Hat es mal wieder Zeit für einen Überfall? Kommt der denkst eh dauernd? Also, ich bin jetzt nicht hier raus. Achso, du hast die Dings genommen. Ja. Alles cool. Ah, hast aber jetzt nichts anderes gemacht, außer nur die Zäune dazwischen geknallt. Genau, und oben zu und links, rechts, vorne. So, es geht mit zwei, das geht aber auch mit einer. Das kann man auch machen. Alles gut. Ist nett. Die Idee habe ich gesehen. Oh Gott. Das hätte ich super geil gemacht. Stone? Ja? Gefällt mir. Oh, gut. Nicht einsammeln. Lass uns Stone sich mal angucken. Oh, warte. Ja, das über Nacht produziert das alles auf einmal. Ja, aber du hättest mal sehen müssen, wie viel das war. Alles war bedeckt. Ja, oh, die produziert dann einfach weiter, das finde ich ganz gut. So, das Methaus wird langsam. Oh, 38 Kohle, das ist alles bedeckt. Ich verhungere nicht, ich verhungere in gar keinem Spiel. Genug Gras. Und den Spiel kannst du nicht. Bronze-Axt eventuell übrig? Nein, können wir bei Herr bestimmt herstellen. Auch gerne herstellen. Ja, deswegen habe ich das erwähnt. Nö, können wir nicht. Komm mit. Fehlen Materialos. Wir gehen so raus. Deshalb. Also erstmal ein paar Bäume pflanzen. Bäume pflanzen. Wir haben doch. Ja. Mach mal so eine Baumschule irgendwo in der Nähe. Samen, die ich hatte, habe ich hier die Fressette waren. Der Samen hingelegt gehabt. Du hast nur so einen Glockenturm hier gemacht. Achso, das ist. Achso, das ist hier deine Dingstelle. Mach ich den Kamin. Wo ist hier die andere Schmiede? Da hinten. Weiter. Ich muss meinen. Oh, die ist schön beleuchtet. Das gefällt mir hier. So. Achso, wie baut man einen zweiten Wagen? Muss man den mit einem Hammer machen, ne? Oder? Ja, mit dem Hammer, du brauchst dafür. Komm mal zu mir, Dex. Ah, Sekunde, ich will erstmal wissen, wo er ist. Wo ist denn der? Ja, den kannst du nicht. Du musst einfach was in der Hand genommen haben, um den zu lernen. Ach so. Nägels. Oh, ach so, das bist du gleich. Das ist der Benny. Hier, hinter dir, Dex. Hammer. Hinter dir. Hier unten links, in der Kiste. Alter, das ist die enge Kiste hier. Das ist der Eingang hier. Das ist nur ein Lagerbereich. Da soll auch eine Person nur durch. Ich versuche gerade drauf zugreifen. Dauert eine Stunde. Wenn ja, das voll zu bluten. Muss man hier irgendwas tun, um die Kisten zu öffnen? Wie habt ihr die Nägel gemacht? Kaum fällt. Achtung, Bau! Wie habt ihr die Nägel hergestellt? Soll ich mit dir gehen? Mit Kupfer. Ah. Brauchst du dafür Kupfer oder mit. Ja, doch, mit Kupfer, ne? Kupfernägel sind es ja. Ich nehme einfach mal was mit, so. Aha. Ich könnte Bronzebarren herstellen. Soll ich mal einen machen oder ist das nicht so wichtig? Ja, doch, Bronzebarren sind ganz gut. Okay. Mit dem Bronze kann man dann auch die Nägel machen, so war das. Baumfeld. Okay. So, mal gucken, wie viel kostet der Karren? Karre? Wo ist eine Karre? Ja, da. Das ist jetzt die Feuer. Hab sie erstmal fertig gebaut.
fehlende Ressourcen. Holz. Oh Gott. Oh Gott. Achtung. Baum kommt. Haben wir hier ein Holz? Hast du hier Holz hier, Stone? Nee, ich muss noch gefahren, weil es alles leer. Shit. Boah, das sieht so anders aus plötzlich, weil der ganze Wald fehlt. Ich habe gerade gedacht, welches Haus ist das denn? Das ist von Benny das Haus. Amitai, du warst gerade im Sumpf. Jenny, dankeschön. Sie sagt mal, warum kommen keine Alerts mehr jetzt? Hast du doch auch gestellt von Anfang? Nee. Die habe ich nur beim Start des Streams habe ich die ausgestellt. Dann scheint jetzt komplett ausgestellt. Au. Weil du kein Twitch-Partner bist. Wird alles haben ausgestellt. Sie jetzt deabonniert. Automatisch. Ah, hier kommst du nicht an mich ran. Ups, hier mit rein. Da ist mein Bogen. Ich habe gerade einen Graudwurf zum Schwimmen gezwungen. Habt ihr jetzt gerade einen Wagen mitgenommen? Ja. Wo seid ihr? Kannst ja was Baum fällen. Frage, wo sind die ganzen Lederreste hin? In der Kiste, wo die Ledersachen sind, oder? Hi. Jetzt komm, ich sterb hier gleich noch irgendwie. Hat er vorher auch schon vorher so eine S-Animation gemacht? Ja. Ja? Ist mir gar nicht aufgefallen. Sehe ich gerade erst, dass er so ein Stück Keule sich in den Rachen schiebt. Kevin, das finde ich auch super. Terraforming. Stellt euch mal arg mit Terraforming vor. Was könnte man da alles plötzlich machen? Ich habe mir jetzt nachgeguckt, Valheim basiert wirklich auf Voxel. Anders würde es gar nicht gehen mit den Pixeln, glaube ich. Ja, mit dem Terraforming auch. Ja, das ist, ich meine, war ja bei Gott. Wie hieß es denn jetzt noch? Pappewelt. Cut Life. War ja auch Voxelbasis. Nur halt sehr viel simplifiziertere Grafik. Cut Life habe ich gestern übrigens das ganze Let's Play wieder veröffentlicht, was ja auch alles... Juhu. Oh, was für ein cooles Spiel. Ich habe mir sogar eine Folge mal angeguckt. Was für ein cooles Spiel. Wie kann man so eine gute Idee einfach mal wieder einfach so hängen lassen, ne? Ja. Und da siehst du, wie heißt das? Au! Among Us war ja auch zwei Jahre lang hat das ja keinen Andrang gehabt. Und die haben es trotzdem weiterentwickelt. Und plötzlich kommt heute auch mal. Haben wir weiterentwickelt? Die haben daran weiterentwickelt, habe ich gesagt. Da kam heute auch ein Update, 50 MB. Ist für das Spiel eigentlich recht viel schon, ne? Ja. Das ist fast das ganze Spiel. Ja, also ich glaube eine neue Karte. Und plötzlich hat die Leute von Among Us nicht sogar schon angefangen, einen zweiten Teil oder ein zweites Spiel zu machen? Und dann haben sie festgestellt, okay, wir gehen wieder zurück aufs erste. Ja, die konzentrieren sich lieber auf das erste wieder, weil plötzlich Millionen Publikum war. Und wenn man, ich glaube, mit Cut Life hätten die hätten das auch machen sollen. Die hätten sich ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen, anstatt jetzt einfach aus Angst kein Geld zu verdienen, das einfach so auf Eis zu stellen. Und die sind, was ich ganz, ganz frech finde, der Entwickler von Cut Life, der macht ja stetig Werbung auf Twitter für jetzt im Angebot Cut Life. Und dann sind natürlich die große Fangemeinde, die da drunter immer schreibt, unter diesem Werbepost, direkt nicht kaufen, Spiel ist nicht fertig, ist auf Eis gelegt und sowas. Die machen das immer zunichte jedes Mal. Weil, haben sie auch recht, das Spiel ist einfach zu gut, aber nicht weiterentwickelt. Ich gehe mal auf den Wagen zurück. Ja. Ich habe jetzt gerade nicht verstanden. Alle drei haben gerade geredet. Ach, Scheiße. Klum, du zuerst. Ist absolut berechtigt, leider. Ja, es ist berechtigt. Vollkommen berechtigt. Finde ich nur unverschämt, dass sie weiterhin Werbung machen dafür. Das Spiel ist super. Ist auch so super, wie es jetzt ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ganz ehrlich, dass dafür Werbung zu machen für ein fertiges Spiel und dann am Ende ist es gar nicht fertig, finde ich nicht in Ordnung. Was gut wäre, was mein Gedanke wäre, wenn sie es machen und die so einen hohen Schub kriegen, dass das wieder interessant für sie werden würden könnte und dann weiterentwickeln würden. Dann fände ich es gut. Kannst du bei Atlas ja auch behaupten. Genau. Ja. Auch nicht, obwohl Atlas wird verkauft. Atlas zu Weihnachten, glaube ich, 5 € oder so mal gekauft.
Atlas finde ich aber trotzdem. Selbst die waren es nicht wert. Doch, definitiv. Na, Atlas ist ein gutes Spiel, kann man nicht Atlas, sagen. Atlas ist wirklich sehr gut. Ich hab's aber nie gespielt, hab dann alles erstmal Rüstung gelesen und sowas und erstmal gefundert. Atlas hat viele Fehler gemacht. Und das, der größte Fehler fand ich. Und White der Card. Sind. war für mich ganz besonders das. Das wollte ich jetzt gar nicht machen, so. Na egal.